Heute haben wir uns mal ganz gut was vorgenommen, denn nach der Boeing 727 kommt jetzt die 737. Und die hat eine richtig ordentlich lange Geschichte. Also fangen wir am besten gleich mal an mit den Versionen 100 bis 300. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und die Geschichte der Boeing 737, die Anfänge der Boeing 737, bringen uns tatsächlich in die Jahre rund um 1965 zurück. Das ist schon 53 Jahre her, also eine ganze Menge. Boeing hatte damals die Boeing 707 und die 727 aktiv im Programm. Nur kurz zur Erinnerung, der Erstflug der Boeing 727 war im Jahre 1963. Damit war der US-Flugzeughersteller maßgeblich daran beteiligt, Flugzeuge mit Strahltriebwerken auf die Langstrecke und auf die Mittelstrecke zu bringen. Auf der Kurzstrecke war mit Strahltriebwerken allerdings nur die überschaubare Anzahl an Mitbewerbern unterwegs. Oder es waren halt eben Propellerflugzeuge, die die kürzeren Strecken zu dieser Zeit noch bedient haben. Es war nun also an der Zeit, den Jetantrieb auch für die Kurzstrecke in einer vor allem zuverlässigen, effizienten und funktionierenden Bauart, in einer funktionierenden Art und Weise für die Fluggesellschaften auf den Markt zu bringen. Treibende Kraft hinter der ganzen Sache war tatsächlich die deutsche Lufthansa, die zu dieser Zeit ein solches Flugzeug unbedingt haben wollte und sicherlich auch mit ein bisschen Nachdruck dafür gesorgt hat, dass Boeing so ein Flugzeug möglichst schnell auf den Markt brachte. Die treibende Kraft auf der anderen Seite war, und so sollte das auch eigentlich immer sein, die Konkurrenz. Denn zwei andere Flugzeughersteller, in diesem Fall McDonnell Douglas und die British Aircraft Corporation, brachten bereits zwei andere Flugzeuge heraus oder brachten zwei andere Flugzeuge auf den Weg, die genau in dieses Segment für Kurzstreckenflüge passten. Das war zum einen die BAC 111 und die Douglas DC-9. Beides Flugzeuge, die ungefähr in dem Zeitraum, in dem Boeing bekannt gab, zusammen mit 21 Bestellungen der Lufthansa übrigens schon, dass sie die Boeing 737 bauen werden. Die hatten ungefähr in diesem Zeitraum ihre Erstflüge und waren dann auch schon bald bereit für ihre Indienststellung. Boeing war also ein ganzes Stück hinterher. Die Douglas DC-9 war dabei ein Verkehrsflugzeug, welches vom Prinzip her ja durchaus vergleichbar war mit der damals schon 10 Jahre alten Caravelle und war schlicht und einfach der nächste logische Schritt in der Entwicklung der Produktfamilie von Douglas, die ihre Produktfamilie ja ungefähr analog zu der von Boeing entwickelte. Also das, was für uns heute total selbstverständlich ist, dass Verkehrsflugzeuge von Boeing oder von Airbus kommen müssen und dass die ungefähr die gleichen Produkte anbieten oder zumindest vergleichbare Produkte anbieten, das gab es damals in der Form natürlich noch nicht. Es gab deutlich mehr Flugzeughersteller, die Passagierflugzeuge hergestellt haben, auch in etwas größeren Stückzahlen. Also allein um dort mithalten zu können, war Boeing quasi zu dieser Zeit gezwungen, ein entsprechendes Kurzstreckenflugzeug zu bauen. Entweder ein vergleichbares Produkt oder sogar ein besseres Produkt, denn die DC-9 konnte gerade auf US-Inlandsstrecken teilweise für Fluggesellschaften deutlich besser funktionieren als die Boeing 727. Ja, und die BAC 111, die kümmerte sich dabei schon um den europäischen Markt. Aber gut, Boeing baute nun also eine 737. Und nicht zuletzt der Druck der Lufthansa sorgte sicherlich auch dafür, dass bereits 26 Monate ungefähr nach der Ankündigung, nach der offiziellen Mitteilung, dass man die 737 bauen wird, da war die erste 737-100 schon in der Luft. Das ist nicht wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Und das schaffte man, indem man so gut wie alle möglichen Teile, die irgendwie in einer Boeing 737 Sinn machen konnten, dass man all das schon von den erfolgreich verkauften Flugzeugtypen Boeing 707 und 727 übernahm. Unschwer zu erkennen ist dabei, der Rumpf der 737, das ist ungefähr der gleiche Rumpf wie bei der 707 und der 727, lediglich andere Länge. Und an der Stelle erinnere ich gerne nochmal an die Geschichte der 707. Da haben wir ja in dem entsprechenden Video über den Flugzeugtypen auch schon drüber gesprochen. Boeing hätte die 707 wohl fast mit einem schmaleren Rumpf gebaut, weil das wohl damals einfacher gewesen wäre, da man die Basis dafür eigentlich schon hatte. Aber man biss da schon in den sauren Apfel und baute auf Wunsch der potenziellen Kunden, auf Wunsch der Airlines, ein Flugzeugrumpf, der ein bisschen breiter war, sodass auch 6 Sitze in eine Reihe passen konnten. Und das hat sich spätestens zu dem Zeitpunkt dann als sehr clever herausgestellt, da man jetzt ja auch die perfekte Basis, den perfekten Rumpf für die Boeing 737 hatte. Dazu wurde dann noch im Cockpit nicht viel geändert und alles andere an Kleinkram, den man übernehmen konnte, weil er in irgendeiner Form Sinn gemacht hat und man ihn schon hatte, weil alles andere hätte ja nur Geld und Entwicklungszeit gefressen, das hat man dann alles übernommen. Und man wollte auch die Tragflächen mehr oder weniger genauso übernehmen, wie man sie schon an den vorherigen Flugzeugtypen eingebaut hatte. Aber das hat nicht ganz so funktioniert. Die Dinge haben bei den Tests, die sie machen müssen, nicht so bestanden, wie sie das eigentlich hätten machen sollen. Aber gut, da muss man mal so ein bisschen skizzieren und doch ein paar Sachen neu machen. Aber wenn man dann schon dabei ist, hat sich ja beim Rumpf auch als sehr clever herausgestellt, kann man schon mal dafür sorgen, dass die Sachen, die man dann jetzt baut, auch wirklich sehr effizient sind. Und das hat Boeing versucht. Tatsächlich sahen die ganz frühen Skizzen der Boeing 737
7 ähnlich aus wie die Skizzen der Douglas DC-9. Also man hatte da auch die Idee von einem Flugzeug mit den Triebwerken hinten am Heck, einem cleanen Flügel. Also sprich eine 727 ohne drittes Triebwerk. Und auch hier war es an dieser Stelle tatsächlich Joe Sutter, ein Name, der euch aus dem 747-Video durchaus bekannt vorkommen sollte, der hat dafür gesorgt, dass die Triebwerke dann letztendlich doch unter den Tragflächen landeten. So konnte man die Struktur des Rumpfes und den Rumpf an sich deutlich einfacher gestalten und ihn dadurch auch leichter machen. Im Vergleich zum Rumpf der 727. Außerdem konnte man schon da mit dieser Basis im Hinblick auf verlängerte Versionen der Boeing 737 dann durchaus mehr anfangen. Aber erst einmal bedeutet das nicht viel mehr, als dass die 727-100 deutlich länger ist als die 737-100, aber auch leer gut 12 Tonnen schwerer ist, gleichzeitig aber nur etwa 20 Sitzplätze mehr bietet. Die 727 ist aber natürlich ein anderes Flugzeug, das kann man für andere Strecken einsetzen. Also die 727 hatte gut über 4000 Kilometer Reichweite, die 737-100, die hat nicht mal 3000 Kilometer geschafft. Also die Flugzeuge haben auf den entsprechenden Strecken beide durchaus ihre Berechtigung. Allerdings, wenn man sich die 727-100 oder auch die 200er, generell die 727 einfach mal so von der Seite anguckt, dann fällt einem schnell auf oder man merkt sehr schnell, wo sehr viel Länge und wo sehr viel Gewicht bei diesem Flugzeug herkommt. Und das ist im hinteren Bereich, dort wo halt auch die Triebwerke angebracht sind und dort sitzen keine Passagiere. Und das ist bei der 737 natürlich anders. Die kann ihre Länge quasi ein bisschen besser nutzen. Das Flugzeug ist schlicht und einfach ein bisschen knuffiger, wenn man so will. So baute man ein Kurzstreckenflugzeug mit ziemlich interessanten Ausmaßen. Die Maschine ist gut 29 Meter lang und ist auch gut 29 Meter breit. Also die 737-100 war tatsächlich fast so breit, wie sie lang war. United kaufte kurz nach der Lufthansa dann ebenfalls Boeing 737 und schon hier an dieser Stelle zahlte es sich dann aus, dass man die 737 relativ clever geplant hat. Denn der Rumpf war ja ganz weit zusammengestaucht, aber trotzdem stabil und leicht. Das Flugzeug hat in dieser Form durchaus für damalige Verhältnisse richtig gut funktioniert. Jetzt wollte United ein bisschen mehr Platz haben. Das heißt, solange es die Triebwerkspower mitmacht, kann man den Rumpf jetzt einfach ein kleines Stückchen länger ziehen. Und daraus wurde dann, tatsächlich ist das Ding nur knapp 1,90 Meter länger, daraus wurde dann die 737-200. Diese beiden Versionen der 737 bezeichnet man übrigens als sogenannte Urversion, beziehungsweise im Englischen als Original Version der 737. Und ja, das ist tatsächlich nochmal die Version von dem, was wir heute als klassische 737 bezeichnen. Und eigentlich klang das doch jetzt alles gar nicht so kompliziert. Man hat wirklich viel von der 707 und der 727 übernommen. Man hat den Rumpf übernommen, hat ihn einfach ein bisschen kürzer gemacht, damit eine stabile, leichte Variante geschaffen für eine neue Flugzeugfamilie. Und man hat auch die Triebwerke übernommen. Warum auch nicht? Auch das sind hier bei der 737 JT8D Motoren von Pratt & Whitney. Auch das Cockpit hat man mehr oder weniger unverändert aus der Boeing 727 übernommen. Nur den Flugingenieur, den konnte man weglassen, weil das Flugzeug war ja für Kurzstrecken und Kurzstrecken konnte man auch damals schon ohne Flugingenieur fliegen. Unterm Strich kommen wir so tatsächlich auf über 60% an Teilen und an Struktur, die Boeing von der 727 direkt mehr oder weniger unverändert in die 737 übernommen hat. Und das ist schon eine ganze Menge. Und außerdem ganz wichtiger Punkt, mit 6 Sitzen in einer Reihe hatte Boeing wieder im Vergleich zur Konkurrenz einen Sitz mehr und damit bei vielen Fluggesellschaften einen großen Vorteil. Ja, die 737-100 wurde tatsächlich nur von der Lufthansa in nennenswerter Anzahl gekauft. Die 737-200, die nur 4 Monate später ihren Erstflug hatte, nach der 737-100, die war deutlich beliebter bei den Fluggesellschaften. Insgesamt verkaufte Boeing 1100 Stück ungefähr von beiden Versionen. Nur 30 davon gehen auf die 737-100. Die frühen 737 hatten dabei, wie ihr das vielleicht auf den Bildern auch erkennen könnt, kürzere Triebwerke als die späteren 737. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass der Reverser, also die Schubumkehr bei diesen Triebwerken, noch ein bisschen anders verbaut war. Was bei der Boeing 727, man hatte das Triebwerk ja quasi von dem Flugzeug übernommen, was bei der Boeing 727 in einer gewissen Höhe über dem Boden noch ganz gut funktioniert hatte, war bei der 737 jetzt aber wahnsinnig ineffizient. Und das viel größere Problem war, es war vor allem auch sehr unsicher. Denn die Schubumkehr funktionierte so, dass das Flugzeug, die leichte 737, quasi wieder ein ganzes Stück vom Boden hochgedrückt wurde. Sie wurde hinten einfach leichter gemacht, was für die Richtungskontrolle und für den Bremsweg am Boden ja nun nicht ganz förderlich war. Also machte man die Triebwerke jetzt ein ganzes Stück länger und benutzte eine andere Version von Schubumkehr, nämlich diese beiden Türen, die da hinten zusammenklappen. Das hat man ja schon häufiger mal gesehen. Das sind also Kleinigkeiten, die wahrscheinlich dadurch zustande kommen, dass man eine ganze Menge Teile schlicht und einfach von einem an sich funktionierenden Flugzeug übernommen hat, ohne da jetzt groß und ganz viel zu testen, sondern das hat alles einigermaßen funktioniert, aber man musste halt relativ schnell ein neues Flugzeug abliefern.
So kam es dann dazu, dass man in den nächsten Jahren eine ganze Menge an Verbesserungen für die 737 herausbrachte. Zum Beispiel vergrößerte Tanks, eine immer wieder verbesserte Aerodynamik und andere Kleinigkeiten, die einfach besser gemacht werden konnten. Und das verpackte man dann bereits ab dem Jahr 1971. Also es dauerte gar nicht lange, bis man auf diese ganzen Ideen gekommen war. Ab 1971 verpackte man das dann als neue Standardversion der 737 in der 737-200 Advanced. Man schickte die Basis des Flugzeuges also bereits 1967 in die Luft, 1968 dann bei den ersten Fluggesellschaften und 3 Jahre später hatte man bereits so viele Kleinigkeiten verbessert, dass man erst jetzt ein richtig potentes Flugzeug daraus gemacht hat und eine richtig gute Basis geschaffen hat für eine neue Flugzeugfamilie. Das war für Boeing zu diesem Zeitpunkt auch sehr, sehr wichtig, denn so um 1970 rum, beziehungsweise eher so Ende der 1960er Jahre, ging es dem Unternehmen Boeing nicht wahnsinnig gut. Man hatte wahnsinnig viel Geld in, jetzt heute sagen wir sinnlos, aber damals war es natürlich nicht sinnlos, in Überschallprojekte verbraten, die alle am Ende, zumindest bei Boeing, nicht funktioniert hatten. Tatsächlich stand die Boeing 737-Produktion, die damals zu dieser Zeit sowieso nicht viele Bestellungen einsammeln konnte, auch kurz vor ihrem Ende und man wollte die 737 beinahe an ein japanisches Unternehmen verkaufen. Dann kam aber die Boeing 747 und die änderte eine ganze Menge wieder und jetzt hatte man bei Boeing 4 Flugzeuge mit Jetantrieb, aus denen man echt richtig was machen konnte, wenn man es jetzt gut anstellt und mit dem man dann auch wahnsinnig viel Geld verdienen konnte. Und so kam es dann ja auch. Zum vorerst erst einmal wirklich unschlagbaren Flugzeug für die entsprechenden Fluggesellschaften wurde die 737 dann aber erst mit einer wirklich neuen großen Verbesserung. Und das waren hier in diesem Fall vor allem neue Triebwerke. Im Jahre 1979 begann man bei Boeing mit der Entwicklung der 737-300, gefolgt von den Baureihen 400 und 500. Das sind jetzt die Maschinen, die man als 737 Classic bezeichnet. Und da arbeitete man dann mit dem Triebwerkshersteller CFM zusammen, der mit dem CFM 56 ein Triebwerk lieferte, das vor allem bedingt durch ein größeres Nebenstromverhältnis deutlich effizienter, deutlich leistungsfähiger, aber auch sehr viel leiser war als das Triebwerk, was man vorher an der 737 einsetzte. Aber es war auch deutlich größer. Aber es war ja auch stärker, also erst einmal konnte man das Flugzeug verlängern. Man konnte mehr Leute reinsetzen. Wie gesagt, man hatte eine gute Basis, musste aerodynamisch hier und da an ein paar Stellen ein bisschen was verändern. Zum Beispiel hinten am Leitwerk. Das sieht in diesem Fall bei der 300er dann anders aus als bei den vorherigen Versionen. Aber die Triebwerke waren mehr als stark genug, um ein Flugzeug zu bewegen, was nun nochmal 2,90 Meter länger war als die vorhergegangene 737-200. Und damit bekam man jetzt gut 150 Menschen in einen 737-Rumpf rein, was für viele Airlines echt schon mal eine richtig gute Größe war. Das Triebwerk war also super, passte perfekt zu 737 und machte aus der Basis ein richtig attraktives Flugzeug. Jetzt musste man das Ding nur irgendwie unter die Tragfläche kriegen. Die 737 ist ja wirklich nah am Boden. Das hat auch eine ganze Menge Vorteile, denn zum Beispiel mit den nicht sehr üppigen Triebwerken, die man vorher drunter hatte, da konnte ein Techniker quasi da rangehen und oben irgendwas zurechtschrauben, wenn er wollte, und er brauchte nicht mal eine Leiter dafür. Das ist jetzt aber ein Problem, wenn das Triebwerk ein bisschen größer wird, weil man kriegt es nicht mehr unter die Tragfläche, sondern man musste es vor die Tragfläche hängen. Und man musste es auch in der Form ein bisschen verändern. Erst einmal wurde der Fan an sich, also das ganze Triebwerk an sich, eigentlich kleiner gemacht. Dadurch war es schon mal nicht so effizient, wie es eigentlich hätte sein können. Und man musste es auch in der Form verändern. Das ist einzigartig für die 737. Und das hat man halt gemacht, um die entsprechende Bodenfreiheit zu gewährleisten. Auch diese Formveränderung sorgte tatsächlich dafür, dass das Triebwerk nicht so effizient funktionieren kann, wie es eigentlich mit der runden Variante dieses Triebwerks funktionieren könnte. Ja, aber gut, neues Fahrwerk zu entwickeln, das hätte jetzt wahrscheinlich schon wieder viel zu lange gedauert und hätte auch schon wieder Geld gekostet, also macht man das lieber nicht. Auch das Cockpit wurde jetzt von Boeing auf den neuesten Stand gebracht, also zumindest auf den neuesten Boeing-Stand. Das entsprach jetzt dem Cockpit ungefähr der 757 und der 767. Man bedenke, wir befinden uns jetzt schon fast in Mitte der 1980er Jahre. 1987 kam dann bereits der A320, der ein bisschen anders aussieht im Cockpit und hier und da vielleicht doch durchaus ein bisschen durchdachter ist. Aber gut, auf jeden Fall war das Cockpit jetzt ja zeitgemäß und damit hatte Boeing die 737 in die aktuelle Zeit geholt. Man bedenke, von heute aus gesehen ist das schon über 30 Jahre her. Von da aus gesehen war die 737-Basis ja aber auch schon gut 20 Jahre alt. Also Boeing hat es durchaus geschafft, ein Flugzeug, eine Basis zu bauen, aus der man immer wieder etwas sehr Vernünftiges machen kann. Und da kümmern wir uns dann in den nächsten Videos nochmal drum. Ich glaube, bei der 737 könnten wir vielleicht sogar 3 Videos gebrauchen, weil da gibt es noch eine ganze Menge zu erzählen, bis wir dann irgendwann vielleicht mal bei der 737 MAX 10 ankommen. Aber gut, das machen wir wie gesagt wann anders. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.